Hallo meine Freunde, da bin ich wieder, euer Senior Gamer. Heute der letzte Tag im Frühling, auf Gedeih und Verderb geht's heute nach Gostovia. Komme was da wolle. Und wenn das ganze Dorf verbrennt, wir müssen los. Wir schauen aber erst nochmal ins Lebensmittellager und räumen die 30 mal Fleisch rein, gebratenes Fleisch, die wir gestern noch. Normal ist das aber auch nicht, was du hier machst, oder? Rainer, nun reiß dich doch mal zusammen. Mensch. So. 30 mal gebratenes Fleisch. FEF 258, die Zahl merken wir uns mal. Schauen wir heute Abend nach 18 Uhr. Wenn sie nichts mehr essen, was wir da drin haben, da können wir mal so die Differenz, was wir minus machen, so berechnen. So, jetzt über ins Ressourcenlager. Messer, Äxte brauchen wir. So, denn wir haben keine mehr. Das sehen wir hier. Keine Äxte mehr. Den Eimer räumen wir übrigens auch mal raus. Der ist leer. F. Gut. Was haben die hier in einfachen Taschen drin? Ne? 22. Guck an. Da könnte ich eigentlich nochmal Zähne mitnehmen. Akzeptieren. So, jetzt wollen wir erstmal fix die Äxte bauen. Wir brauchen Steine. Steine. F. 34 nicht, aber 24 wollte ich. 12 Äxte wollte ich bauen. Akzeptieren. Und jetzt haben wir noch ein paar Stecke. Akzeptieren. R, E, F. 12 Äxte. Wir sehen uns gleich wieder. So, die letzte Axt ist in Arbeit. Und gleich jetzt hier rein. F, E, F. So, ich habe vor uns gesehen, dass wir die Pelzschuhe, die wir noch mit diese produziert haben. FEF. Dann habe ich gesehen, dass die einen Haufen Schöpfkellen und Löffel haben. Was ist ein Haufen? Über 20. 23. FEF. Die Löffel FEF und die 15 Weidenkörbe nehmen wir auch mit. Und dann ist mir jetzt aufgefallen, dass unser Brennholz nicht gestiegen ist. Na, wo ist es hier? Da müssen wir irgendwas machen. Müssen wir mal reinschauen, was da los ist. Gut, gucken wir mal fix ins Brennholz rein, ehe wir nach Gostovia laufen. So, Holzschuppen. F. Rundholzstöcke. Ne, die macht das, gehen wir mal runter. 25, 25, 50. 25. 25. 50. So. Der nächste Holzschuppen. Rundholz, Brennholz, das ist okay. Der nächste Holzschuppen. Der Pritzbohr. Rundholzstöcke, nee, da macht keine Stöcke, da macht 25, 25, 50. Machen wir genauso wie im ersten. Ja,
Wir haben noch 2 Jahreszeiten Zeit, um uns einen Vorrat anzulegen. Okay. So, jetzt geht's aber nach Gostovia. Mhm. Es geht auf Arbeit. Naja, gut. Und wir laufen schnurstracks, Bogen in der Hand, nach Gostovia. Aufpassen, nicht, dass uns die Wiesens verfolgen. Sind da drüben, über dem Bach. Hm, da hinten sind sie. Naja. Halt, jetzt kommt leider ein Wasserfall, nicht, wenn wir da runter hüpfen. Mal schauen, ob hier vorne an der Kreuzung ein Wagen liegt. Oder an der Gabelung Weg am Wegweiser. Wir werden auch mal durch Gostovia durchlaufen. Und an der Brücke, wo es hinter zum Sambor geht, da ist ja auch öfters ein Wagen. Beziehungsweise dort oben, wo wir an dem Wasserfall, wo wir unser Dorf am See bauen. Am Wasserfall bauen, Entschuldigung. Wo der Madeira immer liegt und was liegt da noch? Schuhe, glaube ich. Da schauen wir auch nochmal. Wenn wir wissen, wo Wegen liegen, können wir ja mal hingucken. Aber jetzt machen wir erstmal die Steuern. 2800 Goldstück. Mhm. Ach guck, hier liegen Steine. 10 Stück. Dann machen wir neben dem Rückweg, können wir die. Dann nehmen wir sie jetzt mit. Wir sind noch nicht überladen. Wir laufen doch dann hinten rum. Hm. Wir laufen doch nicht diesen Weg wieder hier zurück. Nach weiteren Bewohnern brauchen wir jetzt sowieso noch nicht zu gucken. Wenn wir noch nicht genügend Reputation haben. Wo wir die ganze Reputation herkriegen sollen, möchte ich sowieso wissen. Jetzt noch nicht mal 12.200. Beim letzten Quest haben wir 18 Reputation gekriegt. Na, da wisst ihr, wie viel wir brauchen für 1000. Mehr als 50, fast 60 Quests brauchst du dann. So. Wo ist die Jarokniva? Ist er drin? Sieht nicht so aus. Ne, da ist keiner drin. Ne, die ist noch nicht da. Die ist noch unterwegs. Es ist aber schon um 10. Die möchte auch mal langsam aus dem Knick kommen. Ah, hier kommt sie doch. Na, altes Mädel. Oh je, ist die alt geworden. Zeig mir deine Ware. So, ich habe erstmal für dich, wie viel Geld hast du? 1700. Naja, gut. Einfache Taschen. F, E, F. Das hat sie noch 26, 60 Taschen hatten wir. So, und jetzt verkaufen wir ihr Schöpfkellen. F, E, F. So, jetzt hat sie noch 2 Geld. Können wir die da verkaufen? Balkenkorb geht nicht. Johanneskraut. Wächst da näher. F, E, F. So. Jetzt ist sie pleite. Und tschüss, Melle. So, wo ist der Unigast?
Na, Unigas, wo ist er denn? Hier auf der doch da, Dreckshund. Sollte alles abdecken. Gut. Wie viel Geld haben wir denn jetzt noch? Halt nicht hier, hier. Ne, noch nicht, Quatsch, hier. 10.545 haben wir noch. Naja, gut. Ist ja immer noch zu verkraften. Gut. Jetzt gucken wir mal zum Zubimir. Der hat bestimmt auch Geld. Da ist er doch schon. Na du, Schlawiner, zeig mir deine Ware. So, für dich habe ich 5 einfache Taschen. Komm, mehr konnte deine Kollegin da unten nicht abkaufen. F, E, F. Gut. Tierfutter Dung. Soll ich dann nochmal Dung mitnehmen? Werden wir mal sehen. Könnte man eigentlich mitnehmen. Das sind 70 Kilo. So, ich habe dann noch. Pelzschuhe habe ich noch. 11 Paar. F, E, F. Wie viel konntest du mir abkaufen? 8. Hast immer noch 110, das werden wir gleich ändern. Ich habe noch ein paar Schöpfkellen. Und ich habe auch noch ein paar Löffel. Jetzt gebe ich einen Löffel ab hier. So. Du hast immer noch Geld. Noch einen Walpenkorb. Da hast du noch 11,6. Nee, jetzt lassen wir das sein. Jetzt habe ich nichts mehr für dich zum. Jetzt habe ich noch. Ich habe wieder 11.732. Noch 14 Weidenkörbe. Die kriegt Edwin. Und dir nehme ich, kaufe ich den Dung ab. F, E, F. Gut, den Dung nehme ich noch mit. Tierfutter brauche ich nicht. Das produzieren wir selber. Alles klar. Und leb wohl. Wir laufen gleich hier hinten rum. Was war denn das? Hat die aber einen komischen Ton, die Kuh. Das klang jetzt auch wirklich. Ja, da können wir mal schauen, ob unsere Hütte überhaupt hier ganz ist oder ob die kaputt ist. Haben wir einen Hammer dabei? Den haben wir natürlich nicht dabei, alles klar. Gut. Sieht aber nicht so aus, als ob es irgendwie mit Leidenschaft gezogen ist. Nö. Mal gucken mal rein, was wir da überhaupt in der Kiste haben, mal Bestandsaufnahme machen. Nö, ist alles noch ganz, alles klar. Was haben wir drin? Eine einfache Fackelfedern, 2 Rundhölzer und Stroh. Alles klar. Gut. Schauen wir mal hier hinter. Wir setzen uns mal gleich mal einen Wegpunkt wieder auf unser Dorf. In Gosturbia hätten wir auch eine Quest gehabt. Ne, den gucken wir jetzt nicht. So, damit wir nachher wissen, wie wir langlaufen müssen. Wie spät haben wir es denn? 11:01. Na, ist doch perfekt. Da hinten liegt ein Wagen. Etwas. Mal sehen, was wir hier finden. Was haben wir hier? 2 Bretter haben wir hier. 1 Bronzeaxt. Na schön. Stein, da gehört aber bestimmt nicht dazu hier, oder? Zu den 5 Stücken doch. Da liegt noch ein Stein. Gut, das war's. Gut, jetzt laufen wir mal. Oh, hier liegen wieder Steine. Wie viel? Oh, ne, ich kann nicht mehr so viel. Ich habe schon 63 Kilo auf dem Buckel. Jetzt schauen wir mal hier hoch und von dort aus laufen wir dann direkt mal schräg rüber zu unserem. Ah, liegt auch ein Wagen. Oh, da haben wir doch fette Beute heute gemacht. Und hier können wir auch mal baden. Mal baden. Na prima, was haben wir denn hier? Hier. Edle Stiefel. Ein Eisenmesser. Und dann war der auch meistens immer hier noch Wein oder sowas. Da kennen wir Madeira oder sowas. Doch hier. Hier
liegt die Kiste, die Flasche. Eine Flasche Madeira-Wein. Perfekt. Ein Eisenmesser haben wir gefunden. Und, oh ja, das war wohl mit Bronze-Axt und Weiher. Oh, gut, jetzt gehen wir hier mal. Gehen wir hier mal baden. Oh, ein schönes Bad nehmen hier. Unten kannst du dich mit der Axt Steine klopfen. Gut, komm hoch. Nicht, dass du mir noch absäufst hier. Aber einen Schluck Wasser darfst du trinken. Gut. Das Essen haben wir auch dabei. So, jetzt essen wir noch einen Happen und dann laufen wir wieder nach Hause. Wir können sogar noch ein paar Beeren zupfen. Na, wir können beide mal auffuttern. Zweimal auffuttern. Genau, jetzt sind wir 86% gesättigt, das reicht uns. Und wir können noch rund 5 Kilo, über 5 Kilo können wir noch. Oh ja, Ästchen. Lang, genau, hier hoch. Wir laufen mal quer. Aufpassen, hier sind immer Wildsäue. Aber heute keine, oder? Da oben ist schon eine. Und da oben kriecht auch noch eine rum. Ach du dumme Sau. Jetzt bist du umgefallen. Ha! Aufpassen, da unten ist noch einer. Dann nehmen wir einem das Wildschwein auseinander. Ha. Wir gehen jetzt aber, wir wollen noch. Nee, die müssen wir noch schießen. Jetzt nix. Wildsau muss geschossen werden. Ist er auch umgefallen. Ja, mit meinem Pfeil. Na, sollst du das Vieh häuten? Wo willst du jetzt nicht? Pass auf. So, jetzt geht's auch nach Hause. Das können wir noch tragen. Oh, 2 Kilo noch. Reicht nicht mehr. Es könnte noch von der Sau reichen, aber wir laufen jetzt nach Hause. Ach nee, wir gehen dort oben noch. Wisst ihr, wo wir reingekommen sind, wo wir unser Spiel begonnen haben. Dort oben ist doch auch öfters mal ein Wagen. Da liegt immer in einem. Na, so ein affischer Strohhut, den brauchen wir nicht. Aber den. Die Bronzesichel. Bronzesichel war es, die dort oben liegt. Die können wir gebrauchen. Ja, hier ist der Weg, den wir reinwärts gekommen sind. Ist er das? Ja. Ach, diese Aussicht hier. Sieht das nicht schön aus? Gut, genug geschwärmt. Hier hinten noch der Wagen. Nee, ist nichts da. Oder war das hier? Nein, nein, nein. Den Weg sind wir hier hintergelaufen. Stimmt. Hier hat er immer gelegen. Ist nichts da. Gut, können wir es nicht ändern. Wir haben ja schon zu viel des Guten. Wir haben ja schon einiges abgestaubt heute. Wir wollen es ja nicht übertreiben.
So, jetzt gehen wir nach Hause, schaffen das Zeug alles weg. Und dann würde ich sagen, schauen wir nochmal, wie viele Beeren wir noch zupfen können. So, jetzt habe ich es rausgebracht. Wir haben zwar dünn gekauft, aber wir könnten schon noch ein bisschen. Paar Beeren haben wir hier noch irgendwo. Breitblättrigen? Nee. Könnten wir auch noch ein bisschen zupfen. Nicht, dass jetzt wieder eine Sau kommt und uns anfällt. Hier müssen wir noch. Hier ist noch eine ganze Wiese. Dann nehmen wir noch ein bisschen was mit. Ja, ah. Ja, wir haben jetzt haben wir erstmal wieder Zähne. Und den Stein wollte ich eigentlich nicht nehmen. Nicht das mal. Wir sind schneller überladen, als wir denken. So, gut. Das dürfte jetzt erstmal reichen wieder. Ja, denke schon. Haben wir wieder über 20. Aufheben. 25, na, da suchen wir noch 5, dann haben wir 30. Gut, 30 Stück reichen uns jetzt erstmal. Unreife Bären hat er jetzt gezupft. Jetzt haben wir 30. Gut. So, gut, wir sind gleich zu Hause. Wir sind noch. Jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt kommen wir hier. Ich glaube, hier kommen wir jetzt. Wir laufen mal hier hinten ran. Durch Wiesenland. Und da wollten wir nicht hin. War hier nochmal irgendwo ein Wagen? Das ist ein Luchs. Ich habe gedacht, das war ein Wolf. Das war ein Luchs. Aber hier runterwärts müssen wir aufpassen. Das sind, glaube ich, Wölfe. Ja, hier ist die freie Fläche. Hier haben wir... Nee, das ist es nicht. Na gut. Wir laufen jetzt mal hier den Weg lang. Der müsste ja... Er führt nicht zu uns. Er führt wieder ein Stückchen weit weg von uns. Wir laufen jetzt hier lang. Das ist der Weg, den ich gemeint habe. Der läuft, der führt in unsere Siedlung. Ein Luchs. Ja, wir sehen doch unsere Häuser schön. So, die Steuern sind bezahlt. Da kann uns keiner an der Karre fahren jetzt. Oh, hier, viele Bären. Jetzt schaffen wir erstmal das Zeug weg, was wir dabei haben. Ins Ressourcenlager. Ich glaube, wir müssen in der Scheune auch umstellen, dass die aus Dung Dünger machen. Mal sehen, ob hier der Dung schon raus ist vom letzten Mal. Nee, der Dung ist noch drin. Der Dung ist noch drin. Alles klar. FEF. Schauen wir gleich mal in der Scheune. Nicht, dass wir es verpassen. Also, Landwirtschaft. Scheune 2 und die Scheune 1, da gucken wir dort, was haben wir dort gemacht. Hier machen wir Tierfutter und Dünger. Dünger aus Verdorbenen. Nein, du machst jetzt aus, was machst du, 50%. Ne, das müsste eigentlich reichen, oder?
Wir machen mal 50% Tierfutter. Und 50% Dünger aus Dung. Wir haben jetzt 120 mal Dung, sind 60 mal Dünger. Gut. Okay. So, jetzt können wir hier erstmal weiter ausräumen. So, eisernes Messer. Da tun wir das Steinmesser tun wir raus. Wir haben ein eisernes Messer. So, was haben die noch an Messern drin? 10. Was haben sie noch an Äxten? Wir hatten 12 gemacht. 9. Alles klar. Gut. Da müssen wir überhaupt mal in unsere Schmiede gucken, wie das erst klappt mit dem Messer nicht, jetzt haut es mit dem Messer hin, da haut es mit den Äxten nicht mehr hin. Da ist der Wurm drin. So, die schaffen wir nach Hause, die edlen Stiefel, die Pelzschuhe. Haben wir doch gar nicht alle verkauft. Die hätten wir noch beim Edwin verkaufen, wollten wir ja eigentlich. Aber wir sind auf die Suche von Waren gegangen, haben den Edwin vollkommen ignoriert. Gut, haben wir noch was? Die Bretter. Die tun wir raus. Die hölzernen Schalen, das 6x Leder, die 15 Steine und die Stöcke. Und die Weidenkörbe haben wir auch nicht verkauft. Gut, tun wir sie wieder rein. Den Madeira-Wein, den nehmen wir mit in unser Lager. Nicht, dass die sich hier den hinteren Knorpel gießen. Nee, das können wir nicht verantworten. Die arbeiten dann nicht. Nee. Naja, Alter, so üppig sieht's nicht aus. Guckt mal an. Wie spät haben wir's denn? Mal auf die Uhr gucken. 16.13 Uhr. Die arbeiten noch eine Dreiviertelstunde essen sie noch. Und wir haben nicht mehr allzu viel drin. Ne? 193. Also wir haben 258 hatten wir. Das sind schon erst bei 67, die wir Nässe gemacht haben. Ne, 66. Aber es reicht auch. Ne, ich kann wirklich, ich habe das Rechnen verlangt. 65. Bisher, also da könnten wir, kann sich auf 70, kann das noch hochgehen, die wir Nässe gemacht haben. Also, wir müssen da auch nochmal braten. Nützt nichts, Leute. Das werden wir jetzt auch gleich mal machen, denke ich mir. Dass wir nochmal einen Schwung Fleisch wegbraten. So, aber erst suchen wir noch ein paar Beeren. FEF. Wie viel haben wir denn drin? Unreife Beeren 80, die Beeren hier haben wir 50 drin. Die haben wir noch 62, die lassen wir nämlich mal drin. Gut, wir gehen jetzt erstmal, bis die hier Feierabend machen, gehen wir Beeren zupfen. Da haben wir ja erst einmal hier hinten. Da haben wir Beeren. Die können wir schon mal ernten. Da haben wir schon einmal zu tun. Da kriegen wir schon mal bestimmt 200 Beeren zusammen. Weil nicht zu viel Holz, nicht, dass du hier die Bäume fällst und die fallen uns auf den Dates. Aber da ist was los. Naja, 120 haben wir noch schon. Das ist ja aber auch ein großes Gesträuch hier. Da können wir ja zupfen, das wären mehr als 200. Ach, da haben wir schon 154, das wären vielleicht 400, wenn wir Glück haben. Wenn wir sie alle abzupfen, doch. Thank you.
219 haben wir jetzt, na bitte. So, machen wir erstmal die Ecke hier hinten leer. Den Stein wollen wir halt nicht. Hier, den machen wir auch leer, den Strauch, alles klar. ...288 haben wir schon. Perfekt. Es wäre nicht schlecht, wenn wir so... ...400 Bären, das sind 40 mal Dünger. Eigentlich müssten ja unsere Schweine auch schon wieder was. Müsst ihr auch was liefern. Haben wir über 400, perfekt. Wie spät haben wir es? 18.11 Uhr, die Kollegen haben Feierabend gemacht. Und wir schaffen das Zeug jetzt ins Lebensmittellager und holen uns ein paar Stückchen Fleisch, die wir noch braten. So, hier noch die zwei Sträucher leer. Und jetzt haben wir eigentlich soweit wie alles weg, oder? Hier sind noch ein paar dran. 513. Gut, gut, gut. Jetzt sage ich gar nichts mehr, bin ich platt. Gut, das schaffen wir jetzt weg. Und irgendwie gibt es ja Poltergeister. Ich weiß es nicht. Halt. Nee, das ist klar. Ist schon richtig. Ich muss ja die hier noch rausnehmen. FEF. Das behalten wir alles. Die Speisemorcheln, die ist sowieso keiner. Gut. Das schaffen wir jetzt hier hinter. So, da haben wir jetzt. Unreife Bären, 593. Jetzt habe ich wieder so eine Bäre gefunden. 500, ach, yay, yay, yay. Wieder F gedrückt anstatt X. X, E, F. So ist es richtig. Die Speisemurchen auch noch. Naja, die Vergiftung ist gleich weg. Oder? Ah ja. Erstmal mal ein Johanniskraut. Wo haben wir das? Wir haben mal was einstecken. Gut, jetzt ist es weg. So, jetzt haben wir uns noch ein bisschen Fleisch. Oh, wir haben 677 mal Fleisch haben wir drin. Gut, ich nehme jetzt noch mal mit. Ah, guck mal noch auf die Uhr. 18.57 Uhr, alles klar. Ich nehme jetzt mal 200 Portionen Fleisch mit. Das ist wieder Wahnsinn. Akzeptieren. Gehe jetzt nach Hause und zum Leidwesen meiner Frau brate ich jetzt 200 Portionen Fleisch. Ich brauche ja nichts zu essen, denn die nächste... Ach, das ist ja eigentlich auch wieder verkehrt.
Ja gut, das hat die ganze Saison über, hat das 75%, alles klar. Das essen die sowieso weg. Das futtern die sowieso weg. Gut, hallo Malvina, ich bin auch mal wieder da, aber was, der Kleine liegt schon im Bett. Den hast du schon ins Bett gesteckt. Was hast denn du vor? Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit. Ich muss jetzt Fleisch braten. Du kannst ins Wirtshaus gehen. Ah ja. Der hat den Kleinen schon ins Bett gesteckt. Das. Gut. Ich brate jetzt Fleisch. F. 212 sogar. EF. Und wir sehen uns auf alle Fälle heute nicht mehr, sondern zur nächsten Folge erst dann wieder. Alles klar, meine Freunde. Dann ist Sommer. Wir sehen uns im Sommer wieder. Mal sehen, was die nächste Jahreszeit uns so bringt. Alles klar. Ich sag dann mal tschüss. Immer noch ein Stück. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm einen Daumen hoch, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr kein weiteres verpasst.